So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forza Horizon 3. Ja, ihr seht, ich bin hier irgendwo nirgendwo. Na gut, das heißt nicht irgendwo. Ich bin in der Stadt logischerweise und habe mal getestet, was mein Audi hier so kann, den ich in der letzten Folge gekauft habe. Wenn ich es sehe und angucken solltet ihr euch das auch, Leute. Kommt und leistet uns Gesellschaft bei weiterer Musik wie der folgenden. Und lol, was war denn das jetzt für ein Bug? Irgendwie hat er gerade nicht mehr gelenkt. In 200 Metern rechts halten. Rechts halten. In 400 Metern. Und jetzt hat sie mir gerade gesagt, das Festival soll oder muss erweitert werden. Es bremst sich vor dem Blitzer, ey. So, dann erweitern wir das doch mal, ne? Fünfmal geklickt, nichts ist passiert. Was hältst du vom Surfen? Ziemlich cool, oder? Von den Wellen an den Strand, auf den Asphalt, auf den Fahrersitz und wieder zurück. Wieso nicht? So. Fortsetzen? Ach! Im Angebot! Kann ich wieder Autos kaufen? Ahem. Gut. Gut. Ich habe zwar erst ein Auto gekauft, aber wieso denn auch nicht? Was nehmen wir denn da? Die BMWs und alle anderen bleiben halt immer so auf der Strecke, weil ich die dann nicht mehr fahre. So, Wisst ihr was? Ich hole mir den M3. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich jetzt auch damit fahren werde. Schon. Oh wow, das sieht cool aus. Das erinnert mich an Need for Speed. Farben muss ich machen. Farben. Ach, das ist glaube ich schon Silber gewesen. So, wählen, ja. So viele Gutscheine habe ich nun auch schon wieder nicht. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Gutscheine ich habe. Ich habe jetzt nicht geguckt. So, neues Auto in der Garage. Ein BMW M3. So, dann gucken wir da doch gerade mal. Ob es da irgendwas gibt, wo ich hier gescheit auftüren kann. Sehen aus wie so Chevrolet-Felgen irgendwie. Was gibt's denn hier alles noch? Warte mal. Verwerfen. Hey, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so, ha. Falsche Taste gedrückt. Die sehen halt auch Hammer aus. Ich
Ich überlege immer bei so Autos, welche Felgen ich da drauf tun soll. Weil immer irgendwie total viele darauf passen. Die machen das Auto halt leichter. Und sehen auch gar nicht mal schlecht aus. Minus 11 Kilogramm können dir. Die sehen genauso aus oder ähnlich aus wie die am Anfang. Oh, jetzt weiß ich nicht, welche ich nehmen soll. Ihr würdet wahrscheinlich jetzt sagen, nimm doch gar keine. Aber ich hab halt jetzt Lust darauf. Die sind genauso schwer wie die von BMW selbst anscheinend. Und die sehen alle nix aus. Die kosten halt alle 3.700, also wäre es da relativ egal, welche ich nehme. Wobei mir die am besten gefallen. Okay. Hä? So. Installieren. Ja. Lackierung. Felgen. So, und dann nehme ich. Alter. Diese grellen Farben sind so krass, ne? Wieder ein von den Alus. Alu-Optik. Glaube ich. Stahl. Halbglänzend. Normal. Also funktioniert das nicht. Auch sieht halt irgendwie auch cool aus. Ich mache wieder von den vorherigen Farben, mache ich wieder dieses Alu halbglänzend. Die Fensterscheibe bisschen tönen. Wie sieht das in Grün aus? Blau. Blau sieht gut aus. So, Hexboil oder was? Ja. Nehme ich doch direkt in Carbon. Spiegelkappe auch in Carbon. Motorhaube wahrscheinlich eher nicht in Carbon. Ja, sieht doof aus. Karosserie an sich wollte ich eigentlich so lassen. So. Speichern wir das gerade? Dann fahren wir aber mit dem Audi A8 weiter. Damit das mal hier alles gemacht wird. So, zurück. Was? Ach ja. Voreinstellung. Kostet mich nix, oder was? Meine Autos.
So. Wenn du wieder fahrbereit bist, solltest du dir diese Ziele vielleicht einmal aus der Nähe ansehen. Es sind mehrere geworden, okay. PR-Stand. Ich sehe es nicht. Komplett. Drei Brückenrundstrecke. Fahren wir mal hier zum PR-Stand. In 100 Metern links abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Das ist doch keine öffentliche Straße. Ach so. Sie haben ihr Ziel erreicht. Das war mir so klar wie Kloßbrühe. Gut gemacht, Boss. Zwei Sterne. Einer fürs Können, einer fürs Überleben. Für den dritten brauchst du womöglich einen größeren Motor. Wahrscheinlich, aber ich probier's nochmal aus. Deswegen habe ich gerade gemacht. Oh Mann. Ja, das wird jetzt schon nix, oder? Ja. So, was ist das da hinten? Surface Paradise. Sprint. Dann machen wir doch gerade mal den Sprint. So. Ich kann übrigens jetzt auch meine eigenen Rennen erstellen, aber darauf habe ich nicht so wirklich Bock. Weil vorangestellte Rennen sind doch wesentlich einfacher zu fahren als anders. Da steht noch ein Audi R8 V10+. Was macht ihr denn hier? Ich spule da mal zurück, weil ich habe nämlich den Checkpoint verpasst. So einfach mogelt man sich vorbei. Ich donner hier alles kaputt, unmöglich. Aber es ist auch schwer, diese Kurven allgemein zu so zu fahren, dass man hier nichts kaputt macht. Aber ich sehe schon, da vorne ist wieder das Ziel.
Ich fahre kurz vorm Ziel nochmal alles kaputt. Und ich habe gerade gemerkt, mein Radio ist gar nicht an. Ich dachte gerade sowieso, ist es eigentlich so leise. Liegt dir wirklich, wusstest du das? Hat man gesehen. Na gut. So, setzen wir mal fort. Audi Keramik. Gibt wieder Money. Und noch mehr Fans. Meine einzigartigen Automobilortungssensoren sagen mir, in der Nähe ist ein stillgelegter Klassiker. Vielleicht habe ich auch nur ein Gerücht gehört. Egal, hol ihn dir. Und wie? Jetzt habe ich zum Ansehen drücken nicht gedrückt. Geh doch hier. Wie ging das denn jetzt nochmal? Ah, nee. Nee. Wie komme ich denn da hin? Wie mache ich denn das? Rivalen. Ah, hier ist es doch. Na? Oder auch nicht? Ja gut, wie komme ich denn da? Hier auf Base Arena laufen die heißesten Beats mit Scott Tyler. Möchte irgendwer von euch einen alten... Das sind Driftzonen. Geh scharf in die Kurve und zieh die Handbremse, um so weit wie möglich zwischen den Fahnen zu driften. Alten Ferrari, der Jahre, unter einem... Ich bin nicht gut im Driften. Sie haben ihr Ziel erreicht. Was meinst du? Nicht übel, oder? Das war meine Idee. Die Horizon-Fans sind nicht gerade Freunde der Traktionskontrolle. Ach. Na gut. Immer so kurz vorm Auto. Je größer der Stunt, desto besser. Vielleicht kannst du aus einem Stern zwei machen. Ach Quatsch. Da hinten ist ein Fragezeichen. Nee, die Bremsen sind schon heiß. Ah, nee. Das ist wieder eine Rundstrecke. Ja, und wie finde ich diesen Scheun? Wie finde ich dieses Scheun-Ding? Ich hätte gern den Scheunenfund. Pff,
Fail. Ah, steht da vielleicht wieder ein Schild, wo ich kaputt machen kann? Ne, ich glaube nicht. Na gut, sammle ich hier gerade ein paar Pünktchen noch. Ah ne, sind eh schon wieder kaputt. Ja, Gut, nee. Fessel, okay. Route zum nächsten Festivalstandort wird festgelegt. Wollte ich gar nicht machen. Ups. Scheiß doch. Route wird neu berechnet. Ja, wie finde ich denn jetzt diese Scheunendinger? Ja gut, weiß ich jetzt irgendwie nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Ich finde es jetzt auch gerade nicht raus. Also keine Ahnung, es wird mir auch nichts angezeigt. In 400 Metern links halten. Links halten. In 100 Metern rechts abbiegen. Oh, schon mal schwarzig. Okay, ich versuche es jetzt noch einmal und dann beende ich auch schon wieder die Folge. Ah ja. Die kommt halt immer einer entgegen. Oder ich verkacke es halt selber. Es wird nichts mehr. Gut. Dann war's das für diese Folge von Forza Horizon 3. Ich verabschiede mich euch. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten macht's gut, haut rein und ciao.